Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich befinde mich jetzt hier in Karkstein mit meinem Charakter Rabiatus und ich wollte mal ein bisschen Tagesquest machen. Mal gucken, was sonst so abgeht. Ich wünsche euch viel Spaß. Auch dies ist erstmal wieder ein Testvideo. Einfach mal, um festzustellen, ob alles vernünftig funktioniert und läuft. Nehmen wir alles an. Also um mich mal vorzustellen, ich bin der Manni, alias Borstenmaul. Ich bin 54 Jahre alt, begeisterter ESO-Fan seit der Beta. Und man kann wirklich behaupten, ich bin ESO-süchtig. Ich kann ohne weiteres 10, 12 Stunden am Tag zocken. Ohne dass mir der Hintern wehtut. Das ist eigentlich so mein Tagesablauf, dass ich erstmal meine Chars oder Charaktere, wie man vielleicht besser sagt, durch die Tagesquest jage. Ich kann nicht alle meine 27 Charaktere, die ich auf 5 Accounts verteilt habe, durch die Tagesquest jagen, weil das würde zu aufwendig werden. Aber so die wichtigsten Chars, die ziehe ich durch. Denke mal, dass ich das, was ich jetzt hier mache, nicht kommentieren muss. Erklärt sich alles von selber. Wenn ihr euch wundert, warum ich so ein bisschen langsamer bin, ich habe Arthritis in den Knochen und mein mittlerweile zum Lieblingsspruch gewordene Lebensweise ist einfach: Selig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer. Und wer langsam geht, kommt auch zum Ziel. Man könnte auch sagen, die Ruhe sei dem Menschen heilig, nur Bekloppte haben es eilig.
So, das Wichtigste ist schon mal soweit abgeschlossen. Hab diesen Charakter leider noch nicht im gesamten Handwerk auf 50. Beziehungsweise ich habe nicht alles voll ausgeskillt. Das ist schon fertig. Das ist auch schon fertig. Jedes Mal diese UI-Fehler. Aber damit kann ich im Moment und muss ich auch im Moment leben. So. Muss leider für zwei Questen nach Auridon bzw. Auridion. Auch mit den Ladebildschirmen muss man leider leben. Wird sich wohl auch nicht mehr ändern. So, andere Richtung. Ja, warum hat der bekloppte Hund 5 Accounts? Das erklärt sich ganz einfach. Mein Bruder und ich wollten eine Gildenbank haben. Haben dann lange rum überlegt, wie wir das am besten machen. Eine eigene große Gilde haben wir keine Ambitionen zu, haben wir keine Lust zu. Also haben wir uns entschieden, jeder 5 Accounts zu machen. Ergibt zusammen 10. Splitter und Spreißel gewöhnt man sich, falls ihr euch das fragt. Und daraus ergibt sich dann, dass mein Bruder eine eigene Gildenbank hat und ich eine eigene Gildenbank habe. Und somit also keine großartigen Speicher- und Platzprobleme haben. Und nach, wie wir lustig sind, leveln wir unsere Chars dann hoch. Und erfreuen uns einfach an dem Spiel. So, müssen wir leider zurück nach Karkstein nochmal. Da die dicken Questen abgeben. Irgendwas. Ja, nehmen wir das mal an, ja, war alles. Ja, dann muss ich mal gucken, ob ich das noch ein bisschen ändern kann. Das versperrt doch immer wieder ein bisschen das Sichtfeld. Aber solange ich nicht am Kämpfen bin,
Soll uns das auch weiter nicht stören. Wenn ihr so das Gefühl habt, ich wäre ein bisschen stur oder muffelig oder ein bisschen lustlos hier im Spiel, ja, das ist eher das Gegenteil. Ich bin halt immer ein bisschen sehr konzentriert. Im Grunde genommen scheint mir aber jedes Mal, wenn ich am Zocken bin, die Sonne aus dem Hintern. Also es ist nicht so. Ich bin nicht stur, ich bin nicht lustlos. Aber wie gesagt, immer so ein bisschen konzentriert und an der Sache bedacht. Aber wollen wir mal gucken, was wir ernten können. Das gucken wir uns gleich mal an, was das ist. Ja, irgendwas war da wieder ein bisschen komisch, aber jetzt nichts Schlimmes. So. Das kann ich selber einlesen, brauche ich nicht einlagern. So, wollen wir uns das mal angucken. Das ist wieder ein Stil, den ich nicht habe. Deutsch-Sturz-Bündnis kann ich nicht herstellen. Ansonsten wäre es kein Thema. Aber das lagern wir dann mal ein. Dieser Tage herrscht zwar viel Unsicherheit in Belg. Immer schön in die richtige einzahlen. Können wir jetzt im Moment nichts mit anfangen, lagern wir auch ein. So, das können wir auch einlagern, das verheizen, meine niedrigen Charakter. Aber wenn es interessiert, ich zeige es mal kurz. Maximale Magika. Also einfach eigentlich nichts Besonderes. Trage Julianus. Elegante Schärpe. Elegante Sachen. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Hauptcharakter. Das ist einer meiner vielen Chars, die nebenher laufen.